wenn der Flächeninhalt der eingeschriebenen Scheibe in der Figur hier neben 9 Pi Quadratzentimeter misst, wie viel misst in Quadratzentimeter der Flächeninhalt des Quadrats? Wir wissen, dass der Flächeninhalt von dieser Kreisscheibe berechnet wird durch Pi mal Radius im Quadrat. Aber dieser Flächeninhalt ist auch 9 Pi oder auch Pi mal 9. Daraus erkennen wir sofort, dass r Quadrat 9 sein muss, also muss der Radius dieser Scheibe 3 Zentimeter sein. Der Flächeninhalt von dem Quadrat wird berechnet durch Seite mal Seite. Und eine Seite des Quadrats entspricht zweimal dem Radius. Der Flächeninhalt von dem Quadrat wird also berechnet durch die Seite 2r im Quadrat. Und da r 3 ist, haben wir hier 2 mal 3, das heißt 6 im Quadrat, also 36. Der Flächeninhalt von dem Quadrat beträgt also 36 Quadratzentimeter und somit ist die Antwort A die richtige. Die nächste Frage der Mathe-Olympiade wird im nächsten Tutorial beantwortet.